der Tabellenführer zu Gast beim Tabellendritten. Ausverkauftes Volksparkstadion, Flutlicht und zwei gute Fanszenen. Es ist also angerichtet für einen richtig geilen Stadionvlog. Ich befinde mich zurzeit noch in Dänemark. Ich mache hier ein bisschen Urlaub, komme ein bisschen runter, entspanne ein bisschen mit meiner Familie. Haben wir so ein schönes Haus mit so Möbeln, hier so einer schönen Terrasse. Und da unten, guckt euch das an, richtig cool. Eine echt ziemlich große, es geht noch bis ganz da hinten, ein richtig großer Rasen, wo man richtig schön Fußball spielen kann. Das ist fast ein 5-Meter-Tor, also ein bisschen größer, nicht nur diese kleinen Minitore, die es oft gibt. Richtig cool, hier lassen wir uns ein bisschen gut gehen. Schönes Wetter, Ende September, aber 17, 18, 19 Grad und Dänemark ist einfach schön. So, während wir hier ein bisschen spazieren gehen, kam gerade die Meldung rein, Schalke stellt Thomas Reis frei. Ja, bei Schalke läuft es dann nicht so. Das und andere und alle anderen Spiele natürlich auch. Ist natürlich auch Thema in meiner Spieltagsprognose. Guckt die gerne an, ist schon online. Von diesem Spiel natürlich auch. Aber auch die Partien, die heute am Samstag sind und am morgigen Sonntag natürlich auch. Und auch die Schalke-Situation beleuchten wir kurz. Doch so ein Wald hat auch immer so was richtig Beruhigendes irgendwie. Ne? Gerade wenn das so Moos ist, du läufst so, man hört die Schritte irgendwie kaum und ist so. Ich meine, das ist ja nun, da sieht schon so recht dicht aus. Ist auch irgendwie cool. Nachts ist es auch ein bisschen gruselig, bin ich ehrlich, aber tagsüber hat schon was Cooles. So weicher Moos, Waldboden und sowas. Auch so eine geile Luft irgendwie. Und nicht nur bei uns im Garten gibt es Fußballtore oder in vielen Häusern hier, sondern hier gibt es auch so einen richtigen kleinen Sportplatz, nenne ich mal, mit zwei festen Toren. Das sind, glaube ich, Handballtore. Hier nochmal so ein Handball-Hockey-Tor, keine Ahnung, so Minitore. Da ist auch noch eins. Also ist wirklich ganz cool. Ich bin hier übrigens in Weierstrand. Cooler Ort, Dänemark geht ja immer fit, ne? Das ist immer schön. Ist auch nicht so weit weg von Deutschland aus. Also natürlich, wenn hier jetzt Düsseldorfer zugucken, für die ist es weit. Aber falls vielleicht auch Leute zugucken, die auch schon kleine Kinder haben oder so, ist wirklich schön. Hier könnt ihr ein bisschen kicken. Hier ist noch so ein Barfußpark. Das sieht auch ganz cool aus. Kann man sich die Schuhe ausziehen, gerade im Sommer natürlich. Hier einmal durchlaufen, man hat sehr verschiedene Untergründe. So Muscheln, oh, das tut ein bisschen weh. Das könnte ganz angenehm sein. Da hinten sind noch so große Tanzapf, die könnten wehtun. Und dann kann man hier mal durch. Da hinten sind noch Kieselsteine und so. Also ist ganz cool. Da vorne, wo jetzt gerade der Rest meiner Familie ist, ist auch so eine Kiste mit allen möglichen Spielen, können wir auch gleich mal reingucken. Also es ist wirklich schön gemacht hier und dann da hinten ist dann der Strand, da gehen wir gleich auch noch hin. Also Dänemark kann ich nur empfehlen. Hier ist da diese Kiste mit Sachen, das ist ganz cool, das ist hier alles unverschlossen, kann jeder hingehen. Riesen Mikado, hier dieses, wo man diese komischen Dingerbälle ranwerfen muss und so eine Frisbee. Also hier kann man auf jeden Fall hingehen und einfach hier spielen, auch Wikingerschach sehe ich da. Dann kann man hier diese Fläche nutzen. Ich zeige euch jetzt mal, wie dieses Spiel hier richtig geht. Zweimal. Ah! Und man hat noch nicht geschafft einmal. Ist okay, ist okay. Also jeder deutsche YouTuber, ich fordere euch heraus. Ich bin unbesiegbar in dem Spiel. Fußball gibt es natürlich nachher auch noch. Ist ja schließlich ein Fußballvlog hier. Aber da spielen wir dann zu Hause ein bisschen durch. Das ist immer noch das Beste in Dänemark. Der Weg, die letzten Meter. Durch diese schöne, wunderschöne Dünenlandschaft. Hier ist übrigens auch ein Campingplatz. Durch die Dünen und dann der Moment, wenn man sich umdreht und das erste Mal das Meer sieht, die Nordsee. Ach, das ist doch herrlich. Genau, hier ist auch ein Autostrand. Ihr seht schon, ich komme auch mit dem Auto hin. Hier sind überall die Spuren. Und dann sieht man das erste Mal das Wasser. Herrlich. Also wir sind schon ein paar Tage hier, um ehrlich zu sein, aber es ist jedes Mal schön. Jedes Mal, wenn man das erste Mal das Meer erblickt. Es ist einfach schön hier. Ja, und wo bin ich jetzt wieder lang gelaufen? Wie komme ich hier jetzt runter? Das ist ein bisschen steil. Das ist auch ein bisschen steil. Na, dann gehen wir hier lang. Ja, okay, das ist jetzt aber eigentlich genauso steil hier. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Aber es geht hier ziemlich steil runter. Ich wusste nicht, dass dieses Video hier noch eine Naturexpedition wird. Wow. Nille allein in der Wildnis. Aber sicher unten angekommen. Top. Und natürlich hier überall Sticker, natürlich vor allem von den Nordclubs Osnabrück, St. Pauli, darunter HSV hier, aber auch Düsseldorf. Also die beiden Vereine haben hier sich schon so ein bisschen gegenseitig überklebt, die wir heute sehen werden. Da auch nochmal Hamburg. So, wir testen heute, wie gut ich eigentlich Fußball spielen kann. Ja, es gibt drei Challenges. Ball, Gefühl, Schuss und Torwart. Gucken wir der Reihenfolge nach. Ich würde sagen, als erstes gucken wir mal, wie gut ich heute bin. Ja, das ist nicht generell, das geht nur um heute jetzt, um meine aktuelle Form sozusagen. Gucken, wie das so funktioniert. Schlecht, erster Versuch schlecht. Zweiter ganz okay. Oh, okay, sagen wir
5,8 Punkte. Nächste Kategorie Schüsse. Ja, drei Schüsse, gucken wir mal, was geht. Natürlich auch keine richtigen Schuhe an, deswegen das liegt alles daran. Sagen wir 6,9 von 10. Nee, ich gehe jetzt mal ins Tor, das ist ja eigentlich meine richtige, das was ich am besten kann, würde ich mal behaupten. Gucken wir mal, was da so passiert. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wirklich mal ein richtiges Fußball, eine Fußball-Challenge mal sehen wollt von mir. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is. Ich würde sagen, das ist eine 7,7 von 10. Ich hatte schon bessere Tage. Ja. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr mal eine ganze Fußball-Challenge sehen wollt. Ansonsten fokussieren wir uns jetzt mal auf HSV gegen Fortuna Düsseldorf. Der HSV ist in der Krise, zumindest in der Mini-Krise. Zwei Niederlagen in Folge, beide gegen Aufsteiger und beide, und das ist das Schlimmste, verdient. Vor allem jetzt letzte Woche gegen Osnabrück, da sah es wirklich, wirklich schlecht aus. Hätte Heuer Fernandes, der ja sehr gut ist, nicht so gut gehalten, dann hätten sie wahrscheinlich höher als 1:2 nur verloren. Seit dem Abstieg in die zweite Liga gehören Niederlagen gegen Aufsteiger für den HSV irgendwie dazu. 7 von 15 Spielen haben die Hamburger verloren. Ja, nicht nur nicht gewonnen, sondern alle verloren. Das ist schon eine schlimme Bilanz. Dazu fehlt Kapitän Schonlo jetzt schon wieder verletzungsbedingt, und auch der in den ersten Spielen so starke Laszlo Benes hat ein kleines Formtief, das hat er öfter nach Länderspielpausen. Ich weiß nicht, Trainer Walter sagt, das liegt daran, dass die Slowakei oder Slowenien, verwechsel ich immer, ganz anders spielt als der HSV, und dann kommt er immer nicht richtig rein. Es wäre sehr, sehr wichtig heute gegen Düsseldorf für den HSV, dass er wieder in Form kommt. Wir sind hier übrigens schon im Packen, denn heute ist Matchday. Es geht jetzt über Kiel kurz nach Hause, kurz Koffer wegpacken, und dann geht es direkt weiter ins Volksparkstadion. Auf dem Weg nach Hamburg mit dem Auto bzw. mit dem Bus befanden sich auch die Düsseldorfer, wollten eigentlich Bahn fahren. Ihr kennt das, Bahn ist immer ein Problem, das wird auf mich nachher auch noch zukommen. Deswegen sind sie mit dem Bus gefahren, und die Düsseldorfer fahren mit Bus und mit breiter Brust, wenn man so will. Denn auch wenn es gegen Hannover nur ein 1:1 gab, davor gab es 3 Siege, und wie gesagt, die Fortuna ist Spitzenreiter, und die Fortuna sieht einfach momentan, oh, hier sind Spinnweben, oh, sieht einfach momentan richtig gut aus. Die Defensive rund um Torwart Kastenmeier spielt richtig stark. Ich meine, wir haben heute wirklich zwei der besten Torhüter der zweiten Liga im direkten Duell. Das alleine wird auch interessant, und es könnte auch den Unterschied heute machen, denn ich glaube, es wird ein enges Spiel. Meinen genauen Tipp, den gibt es dann aber später. Aber nicht nur Düsseldorfs Defensive ist stark, sondern auch die Offensive kommt immer besser in Fahrt. Die Neuzugänge Zolis und Johannesson, die wirbeln richtig. Dazu Vermaari, Engelhardt, Appelkamp, der letztes Jahr schon da war. Also Düsseldorf macht vorne auch richtig viel richtig, und dann haben sie natürlich auch noch einen sehr guten Trainer. Daniel Thiem, der war ja mal beim HSV, hat nicht so ganz gut funktioniert. Jetzt will er zusehen, dass er mit Düsseldorf den ersten Sieg in der zweiten Liga gegen den HSV überhaupt erst einfahren kann. In allen Partien seit dem Abstieg des HSV konnten die Düsseldorfer nicht gewinnen. Das soll sich aus deren Sicht natürlich nun ändern. Ich bin, ihr seht's, ich bin wieder zu Hause. Ganz schneller Boxenstopp, und jetzt geht's endlich zum Stadion. Da sind wir doch. So, ich filme meine Füße, ihr wisst, was das heißt. Das ist der heutige Ausblick. HSV-Kurve schon gut gefüllt. Düsseldorf macht sich warm. Auch auf den Rängen. Ich bin euch ja noch mein Tipp schuldig. Im Video habe ich gesagt 3-1 Düsseldorf. Hamburg zu Hause. Bin mir nicht sicher. Hier tippe ich jetzt 2:2. Ich glaube. Also die Stimmung ist da. Düsseldorf hat Fahren dabei. Das wird wirklich gut. Ja, das ist schon heftig, das ist schon heftig. Da auf dem rot-weißer Gästeblock, schöner Kontrast. Wunderbar. Daniel! Mit der Nummer 5, Dennis!
kennen, aber 100.000 Mitglieder der HSV. Danke, Barke. 18:30. Bisschen Feuer bei Düsseldorf. Es kann losgehen. Hat was von Topspiel heute. Was eine Kulisse. 57.000 Leute. Gut, neben mir sind noch drei Plätze frei, aber die kommen bestimmt bald. HSV zu Hause in Weiß. Düsseldorf in Dunkelblau. Düsseldorf möchte erster werden, kommt jetzt nochmal in die Kurve. Die möchte erster bleiben, natürlich. Und der HSV möchte in den 15. Mal in Folge ungeschlagen bleiben. Düsseldorf hat aber auswärts dieses Spiel noch kein, dieses Jahr noch kein Spiel verloren. Und der Ball rollt. Das muss man ja sagen. Sehr hektisches Spiel bisher. Beide spielen eigentlich immer recht schnell nach vorne. Nur große Chancen gab es noch nicht. Hey, ja, also Düsseldorf kann hier bisher zweimal gefährlich knapp kontern. Hätte er den gleich gespielt, dann wäre es noch viel gefährlicher geworden. Ja! Oh, flattert ein bisschen der Ball. Aber ich habe die beiden stark vor dir angesprochen. Also 0-0 ist leider nicht ausgeschlossen heute. Volkspark. Das Dach ist nicht ganz offen, wie Schüsse fallen in die Regentropfen vom Dach. Da oben ist halt nur so ein Netz. Und für die Stelle, wo das Dach fehlt oben, da gibt es zu Regencamps. Knappe halbe Stunde offen. HSV-Spiel bestimmt, aber nicht unbedingt siehst weniger. Düsseldorf hatte zwar weniger Möglichkeiten, aber dafür waren die fast gefährlicher, also sehr ausgeglichen bisher. Die Stimmung auf den Rängen ist echt gut, also HSV-Fans wie gewohnt stark. Und erste Karte der Partie in Düsseldorf in Auflauf. Halbzeit. Halbzeit. HSV ist besser, hat mehr vom Spiel, aber also er spielt sich mehr Angriffe, aber davon sind eigentlich keine gefährlich. Düsseldorf steht hinten sehr defensiv stark. Dahinter, wenn einer durchkommt, ist Kastenmeier da. Düsseldorf hingegen mit der Offensive ein paar Angriffe, die waren aber gefährlicher, aber unterm Strich verdientes Unentschieden. Und leider auch ein verdientes 0-0. Da muss noch von beiden ein bisschen mehr kommen. Ich weiß gar nicht warum, Videoassistent. Irgendwie hat hier keiner was mitbekommen. Die führen euch selbst und andere. Besten Dank. Auf, auf.
harte Linie, aber da muss man sagen, zwei die ganze Zeit sehr, sehr streng. Wahnsinn, ehrlich gesagt, wie eine der beiden Mannschaften ihr ein Tor schießen soll. Also, ich sag mal so schön, Tor würde dem Spiel gut tun. Jetzt vielleicht Hamburg. Reicht das? Bei Düsseldorf wird jetzt doch dieser betrieben, deswegen geht das schon in Ordnung, das 1-0. Und ich bin überrascht, kein 0-0. Ich hätte schwören können, das wäre das nächste. Und Düsseldorf hat noch so 5 Minuten plus Nachspielzeit, aber in Unterzahl wird das natürlich sehr, sehr schwer. Das wird schwer. So, Hamburg steht eigentlich gut hin. Die haben jetzt natürlich ganz, ganz viel Zeit. Und muss auch sagen, Hamburg sonst manchmal so wackelige Defensive. Bei ein, zwei langen Bällen war es ein bisschen knapp, aber sonst stehen die absolut sicher. Und das 1-0 ist keinesfalls unverdient. Kaum einer im 16er da, war eigene Ecke, aber natürlich jetzt kein Risiko mehr eingehen, und sondern vielleicht die nächste rausholen. Ja.
Gibt es überhaupt noch einen Angriff? Lasst gerne ein Abo da. Nächsten Freitag geht es auf jeden Fall schon weiter und dann die nächsten Wochen sowieso. Wie gesagt, jetzt geht es ordentlich los. Jeden Donnerstag oder manchmal auch Freitag gibt es die Spieltagsprognose. Da gehen wir natürlich auch auf das Spiel ein so ein bisschen und gucken auf die nächsten Gegner vom HSV und natürlich auch von Düsseldorf. Auch den Fortuna holt sich nochmal den verdienten Applaus ab. Es war ein Topspiel. Das hat man gemerkt, denn beide Defensiven standen gut, beide haben sich gegenseitig das Leben schwer gemacht. Es war nicht unbedingt das Topspiel, das Fußballfeuerwerk, aber es war technisch hochwertig, taktisch sehr anspruchsvoll. Und man hat gesehen, hier spielt zwei der besten Mannschaften der zweiten Liga, die sich gegenseitig so ein bisschen ausgebremst haben, kann man sagen. Aber ihr hört, Support da war super und HSV, also die aktive Fanszene, die ist schon sehr, sehr gut. Das muss ich auch als Kieler neidlos anerkennen. Der HSV ist zumindest eine Nacht mit dem Spitzenreiter. Und mit diesen Bildern sage ich Tschüss und spätestens bis Donnerstag. Falls ihr nicht so lange auf mich warten könnt, könnt ihr auch gerne noch ein weiteres Video an. Aber wir werden sehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Peace out.